Herzlich willkommen zurück zu unserem letzten Teil der Autogrammkarten für Werder Bremen, der Saison 2022-2023. Möchte ich auch gleich beginnen mit unserem Stürmer, mit der Nummer 11, den Niklas Füllkrug. Seine Position ist Angriff. Geburtsdatum ist der 9.2.1993. Er hat jetzt gerade aktuell seinen Vertrag bei uns verlängert, soweit ich weiß, um 3 Jahre. Seine Nationalität ist deutsch, Größe ist 1,89 Meter. Bei Werder ist er seit dem 1.7.2019. Seine Laufbahn hat er begonnen bei TuS Ricklingen, SF Ricklingen, Werder Bremen. Dann war er bei Greuther Fürth, danach bei den ersten FC Nürnberg und dann bei Hannover. Ja, jetzt ist er wieder bei uns. Er hat in der Bundesliga 94 Spiele gemacht, davon 28 Tore. In der zweiten Bundesliga hat er 135 Spiele gemacht und 47 Tore. Ja, Lücke ist eigentlich ein super Typ. Er sagt immer seine Meinung, ob die passt oder nicht. Ich finde, der passt richtig gut zu Werder. Hätte auch von mir aus den Kapitänsbinde kriegen können. Aber als Stürmer ist das schon so in Ordnung. Und deswegen kommen wir jetzt auch zum zweiten, auch ein super Typ bei uns im Sturm. Unsere Nummer 7, Marvin Dutsch. Seine Position ist Angriff. Er ist geboren am 7.3.94. Seine Nationalität ist deutsch. Seine Größe ist 1,88 Meter. Bei Werder seit dem 25.08.21. Und er ist immer unser Mann am Feuer. Seine Laufbahn begann bei BSV Fortuna Düsseldorf, danach Borussia Dortmund, FC Paderborn, FC St. Pauli, KSV Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf und Hannover 96. Er hat Bundesligaspiele 31 gemacht, 2 Tore geschossen. Das ist ziemlich schlecht. Ich hoffe ja jetzt, dass er jetzt mit Werder mehr schießt in der ersten Bundesliga. In der zweiten Bundesliga war er besser unterwegs. Da hat er 136 Spiele gemacht und 69 Tore gemacht. Ich hoffe, er steigert sich, aber in der zweiten Bundesliga hat er mich echt begeistert. Unser dritter Mann, den wir verpflichtet haben, aktuell hat er die Nummer 9. Das ist unser Oliver Burke. Position ist Angriff. Er ist damit unser dritter Stürmer. Geburtsdatum am 7.4.1997. Seine Nationalität ist schottisch. Größe ist 1,88 Meter. Bei Werder seit dem 1.7.22. Seine Laufbahn begann er bei Nottingham Forest, RB Leipzig, West Bromwich Albion, Sleaford United. Bundesligaspiele hat er 25 gemacht und ein Tor. Ist auch eine schlechte Quote. Ich hoffe, da steigert er sich mächtig. Zweite Bundesliga hat er keine Spiele gemacht und kein Tor. Das ist ein sehr robuster Spieler, laufstarker Spieler. Leider vor dem Tor mit einem schlechten Abschluss. Ich hoffe, der lernt das bei Werder und schießt ja 10, 20 Tore. Für mich der nächste, einer, der sehr überrascht hat in der Vorbereitung, für viele Leute, für mich persönlich nicht, weil ich habe ihn schon Jahre davor spielen sehen bei Werder auf den Pflichtspielen. Er hat sich nochmal deutlich gesteigert, aber war vorher schon nicht schlecht. Das ist unsere Nummer 24, der Benjamin Goller. Ich würde ihn auch in den Angriff stecken, obwohl er auch Mittelfeld spielen kann, an den Außenbahnen. Geburtsdatum ist der 1.1.99, also noch der Jungspund. Nationalität Deutsch, Größe 1,80 Meter, bei Werder seit dem 1.7.19. Seine Laufbahn hat er gemacht bei TSV Holz Elfingen, FFL Pumlingen, Stuttgarter Kickers. In den FC Schalke 04 war er auch. Er hat in der Bundesliga 51 Spiele gemacht und 7 davon getroffen, also Tore geschossen. So, in der zweiten Bundesliga hat er gar nicht gespielt, laut hier, und das kann nicht stimmen. Er war bei KSC ausgeliehen, da hat er doch Spiele gemacht.
Ist hier nicht aufgelistet. Okay. Kommen wir zum nächsten. Den fünften Stürmer, da sehe ich momentan unsere 21, den Erin Sami Dinci. Er hat leider in der zweiten Bundesliga, wenn er gespielt hat, zwar schnelle Spiele gehabt, dynamische Spiele nach vorne gehabt, aber der Torabschluss war ihm leicht vergönnt. Er fällt zu viel über seine eigenen Füße, da muss er sich noch deutlich steigern. Ich persönlich hätte hier auch eine Laie irgendwo und dass der nochmal ein Jahr woanders hingegangen wäre. Vielleicht nochmal zweite Liga und sich dann nochmal zu empfehlen. Ich glaube, das würde dir nochmal gut tun. Vielleicht passiert da auch nochmal ein Wechsel. Obwohl, na, Flügelspieler wollen sie ja behalten. Muss man abwarten. Jedenfalls, also Position ist ein Angriff. Geburtsdatum ist der 13.12.2001. Nationalität ist deutsch. Größe ist 1,88 Meter, bei Werder seit den 1.7.19. Seine Laufbahn war bei SV Hemelingen, FC Oberneuland, der ATSV Sebalsbrücken, der FC Borgfeld. Er ist also ein Bremer Kind. Deswegen, der muss mal woanders hin, der muss mal was anderes sehen und sich da entwickeln. Und dann kommt der nächstes Jahr wieder. Also den Jungen, der ist auch noch relativ jung. Warum nicht? Muss man besser beraten werden, glaube ich. Naja, Bundesligaspiele hat er 8 gemacht, hat ein Tor davon geschossen. In der zweiten Bundesliga hat er 21 Tore gemacht, Spiele gemacht und kein Tor geschossen. So, und das zeigt uns das doch. In der Bundesliga war vielleicht ein schönes Tor, kann ich mich dunkel dran erinnern. Aber da kam nicht mehr so viel. Der wird immer hoch gefeiert und dann war's das. Der Junge muss den nächsten Schritt mal machen, ausgeliehen werden. Also, den jetzt zu halten. Ja gut, Werder braucht Flügelstürmer, aber das jetzt mal in Angriff zu nehmen, dass er mal woanders hingeht, ja, warum nicht? Verstehe ich nicht. Also den mal ein Jahr ausleihen. Komm, das wäre eine gute Sache. Oder seht ihr das komplett anders? Ihr könnt das ja mal unten in den Kommentare reinsetzen, was eure Meinung dazu ist. Soll der Dinci dieses Jahr bleiben oder soll er noch verliehen werden für seine Entwicklung? Dasselbe ist bei dem nächsten Spieler, der kommt, unsere Nummer 29, den Nick Woltemade, hat in der Jugend wunderbare und gute Spiele gemacht, ist jetzt in so einem Entwicklungspunkt, wo man denkt, er müsste jetzt auch mal ausgeliehen werden, er müsste vielleicht nochmal zweite Liga oder so eine Chance kriegen, von Anfang an zu spielen und sich zu entwickeln, sich zu zeigen. Ich glaube nicht mit den ganzen Spielern, die vor ihm sind, dass er wirklich viele Spiele macht. Da muss er schon viel Glück haben, dass die krank sind und nicht spielen können, dass er mal zum Zuge kommt. Und ist es denn wirklich auch ein Stürmer oder ist das nicht eher ein Spieler für das Mittelfeld? Also umbauen auf Mittelfeld könnte ich mir da gut vorstellen bei denen. Ich meine, er hat eine gute Körpergröße, fast 2 Meter groß. Aber das wird nicht passieren bei uns. Deswegen, der muss woanders hin, der muss seinen Entwicklungsschritt machen für ein Jahr. Würde ich nochmal ausleihen. Also Nick wird hier offiziell auf der Karte als Angriffsspieler gewertet. Er hat Geburtstag am 14.02. und ist 2002 geboren. Seine Nationalität ist deutsch. Wie gesagt, ist 1,98 Meter groß. Bei Werder seit den 1.7.2010, also schon lange dabei. Seine Laufbahn war TS Boltmannshausen, so das war die Jugend, dann kam der zu uns. Bundesligaspiele hat er 11 gemacht und kein Tor, und in der zweiten Bundesliga hat er 7 Spiele gemacht, auch kein Tor. Der Junge hat zwar Spielzeiten gekriegt, der war auch immer so, ja, Luft nach oben, aber auch nicht schlecht. Das ist kein, den ich verkaufen würde, aber einen, den ich eine Chance habe. Zweite, dritte Bundesliga müsste der mal rein und der müsste von Anfang an spielen. Der muss einfach diese Zeit kriegen, dass er sich entwickeln kann. Ich weiß nicht, warum der Junge sich hier durchbeißen möchte. Ich meine, das ist eine tolle Sache, wenn jemand, der wirklich hier schon lange bei uns ist, das bei uns versuchen möchte, keine Frage. Aber er muss doch einsehen, dass sie alle vor ihm sind. Und man sollte nicht den Fehler machen, wie bei Max Kruse damals, den Jungen abgeben, also verkaufen, sondern den sollte man verleihen. Und ganz ehrlich, der Junge ist so jung, ich würde ihn sogar 2 Jahre verleihen. Und dann kommt er verstärkt wieder zu uns. Das sollte er sich echt nochmal überlegen. Also ich weiß nicht, ob das am Berater liegt oder ob er so stur ist. Ich vermute mal, er ist so stur.
Aber er muss was machen. Also das tut einem ja in der Seele weh, der griffige Talent, der Junge. Vielleicht hört er ja das Video und nimmt mein Wort zu Herzen und geht mal für 2 Jahre irgendwo hin, trennt sich ein bisschen von Mutti und wird ein erwachsener Mann und kommt dann zurück. So, damit sind wir ja auch fertig. Ich bedanke mich für alle, die meinen Kanal geschaut haben und bis zum Ende durchgehalten haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ich demnächst mal wieder sowas Tolles finde, dann melde ich mich wieder.